Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Alan Wake. Yep. Also wir wissen ja jetzt über ungefähr, was am Anfang passiert. Da ist ein Radio, da ist noch ein bisschen Schrotmunition. Ich war gerade frische Luft schnappen und ich sage euch, was für eine Nacht. Ihr liegt vermutlich fast alle schon im Bett, aber wenn ihr noch wach seid, gönnt euch was Gutes. Geht einfach So. mal zu den Türen und atmet tief ein. Hier wird Die geschaufelt Nacht drauf. ist absolut ruhig, der Himmel kristallklar. Es ist, als würde auch der Wald ganz ruhig atmen. Ihr kennt mich als Nachtmäuler. So, wir nehmen die Leuchtpistole. Okay, viel nachladen können wir bei der Leuchtpistole leider nicht. Aber ich bin hier. Und wer würde euch durch die Nacht begleiten, wenn nicht ich? Oh, und anscheinend bin ich nicht der Einzige, der noch wach ist. Hallo? Wen habe ich dran? Hallo, Pat, hier ist Maurice Horton. Hallo, Maurice. Was machst du gerade? Also, ich war gerade mit Toby Gassi. Ja, ist es nicht wunderbar draußen? Ja, klar. Aber Pat, weshalb ich anrufe? Toby hat etwas im Unterholz gewittert und ist losgerannt. Und jetzt ist er weg. War bestimmt ein Hase. Bestimmt. Toby liebt Hasen. Na, bestimmt. Also, ich dachte, wenn irgendwer Toby sieht, könnte er ihn einfangen. Meine Nummer steht auf dem Halsband. Ist Toby ein lieber Hund? Oh, Toby liebt Menschen. Für gewöhnlich kommt er zurückgelaufen, aber wir waren ziemlich weit weg und er ist einfach losgeprescht. Ein großartiger Hund, aber manchmal ist er etwas dumm. Ja, Maurice, jetzt haben es alle gehört. Ich hoffe, Toby ist bald wieder da. Ja, danke, Pat. Gute Nacht, Maurice. Okay. Ja. Wir sind ja gestorben das letzte Mal. Weil ich nicht richtig aufgepasst habe. Gut, wir können ja jetzt weiter. Ja, das haben wir. Oh Mann, ich hasse dieses Spiel. Immer noch. So, meine Skriptseite nehmen. Die haben wir, glaube ich, schon gelesen. Warte mal, wo ist meine F5-Taste? Ja, die haben wir schon gelesen. Perfekt, okay. Ich weiß, mein Bild flackert ein bisschen. Ich habe mich eine Lampe hinstellen müssen, da es im Zimmer zu dunkel ist. Und die hat irgendwie Wackelkontakt. Auch wenn ich nicht verstehe, dass ich rühre die Lampe kein bisschen an. Und, der Wackelkontakt ist trotzdem real. Die Tankstelle war nah. Ihr Licht schien einladend durch die Dunkelheit. Alter, ich hasse ihn. Ich hab keine Angst vor dir. Glaube ich. Nein, ich hab Angst vor dir. Das weiß ich. Puh, okay. Das schaffen wir. Ich weiß, dass hier jetzt gleich Feinde auftauchen. Aber ich hab trotzdem Angst. Wie immer eigentlich. Als würde sich das jemals ändern. Okay, Augen zu und durch. Helen, bitte. Der Nebel zieht sich zu, ja. Au. Okay, Alan. Wir packen das. Wir packen das.
Hui. Au. Mist! Alter! Okay, Ich war gerade frische Luft schnappen und ich sage euch, was für eine Nacht. Ihr liegt vermutlich fast alle schon im Bett, aber wenn ihr noch wach seid, gönnt euch was Gutes. Geht einfach kurz vor die Tür und atmet tief ein. Die Nacht ist absolut unbeschwerlich. Es ist, als würde auch der Wald ganz ruhig atmen. Ihr kennt mich als Nachteule. Und in Nächten wie dieser wünsche ich, dass ich nicht im Studio sitzen müsste. So, bis zum Dings kommen wir ja jetzt. Ich hasse es. Die Tankstelle war nah. Ihr Licht schien einladend durch die Dunkelheit. So. Jetzt zieht es gleich wieder zu. Keine Angst. Die haben mehr Angst vor deinem Licht, als du vor ihnen haben musst. Okay, was ist das hier? Okay, puh. Das haben wir jetzt souverän geschafft. Safe Heaven. Ich will das Spiel nicht mehr spielen. Da hinten in der Dunkelheit. Ich glaube, sie trauen sich auch nicht hierher, weil hier das Licht ist. Ich will das Licht nicht verlassen, gell? Kann man doch nachvollziehen, oder? Wow! Ich weiß vor allem nicht, weil ich gerade weiter muss. Alter. Okay, Ellen. Ich habe gerade das Problem, dass hier nämlich kein offensichtlicher Weg mehr ist.
habe leider auch nicht mehr viel Munition. Das ist ja das Furchtbare an dem Spiel. Okay. Komm, Alan, das schaffst du. Nein, ich schaff das. Ich muss das ja schaffen. Ich habe ja die Angst. Okay. Ah, okay, wenn der Nebel wieder abnimmt, generieren wir wieder Leben. Ich weiß echt nicht, wo ich lang muss, Leute. Das ist gerade mein Problem. Muss ich da hoch? Oder kommen wir da nicht her? Nein. Hier ist eine Sackgasse. Ja. Spiele, die mir Spaß machen. Alan Wake? Echt. Hä, ich weiß nicht, wo ich lang muss. Da drüben ist die Tankstelle, ja. Und hier geht's ziemlich weit runter. Da kommen wir her. Ganz ruhig, Alan, das schaffen wir. Wir sind stark. Stärker als ich glaube, zu sein in dieser Dunkelheit. Das packst du. Da ist eine Seite. So, dann drücken wir mal 5. Ich lese lieber eine Seite als irgendwas anderes. Ich betrat die Garage der Tankstelle. Dort war es dunkel und still. Es herrschte Chaos. Es sah aus, als habe jemand den Ort verwüstet, als habe hier ein Kampf stattgefunden. Durch eine Hintertür drang Licht in den Raum und ich ging auf sie zu. Ohne Vorwarnung blendete mich ein grelles Licht. Ein alter, tragbarer Fernseher auf einem Regal war wie von selbst zum Leben erwacht. Es war unmöglich, doch ich sah mich auf dem Bildschirm wie von Sinnen redend. Ja? Danke. Für die Vorwarnung. So. Ich hätte ja vor, also ich habe mir ja auch für die Switch einen, warum auch immer, einen Dings gekauft. Einen Horrorgame. Ja, dachte, cool, das kannst du ja für Halloween aufnehmen. Ja, aber wenn ich jetzt schon so Schiss bei einem Thriller-Spiel habe, wie wird das dann bei einem Horror-Game sein? Weil das hier ist ja jetzt nur das Genre Thriller. Aber Horror ist nochmal was komplett anderes. Wahrscheinlich werde ich trotzdem da sitzen und es aufnehmen. Und mir dann denken, warum ich so einen Scheiß mache. Das kenne ich von mir. Weil das ist nicht gerade dasselbe Prinzip wie das hier. Ich habe mehrfach die Möglichkeit gehabt, hier aufzuhören. Aber nein, warum sollte ich aufhören? Ich spiel's trotzdem.
weil ich mir einfach so denke, warum denn nicht? So, Ellen, ich wäre dir eigentlich mal dankbar, wenn du nicht so schwer atmen würdest. So, jetzt haben wir eine zweite... zweite Pistole... Dings, Leuchtfeuerpistole, weil denen können wir die Viecher auf Anhieb töten. Das heißt, wenn es uns mal zu viel wird, können wir sie... Mann. Das ist zum Heulen.